Aktenstapel, vollgestopfte Regale, zugemüllte Schreibtische. Nicht einmal die Rolle Klopapier entgeht Jürgen Kurz. Penibel dokumentiert er jede Ecke der Büros mit seiner Kamera. Es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil der Arbeitsplatz, das ist schon die Intimsphäre des Menschen. Deswegen komme ich auch immer, bevor die Menschen da sind. Damit er sie wenig später mit ihrer eigenen Bürounordnung konfrontieren kann. Das Ziel des Aufräumexperten, bewusst zu machen. So sehen uns Kunden, Kollegen, Lieferanten, Gäste aller Art. Und natürlich auch der Chef. Bei den Mitarbeitern der Firma Renschhaus sorgen die Beweisfotos für Beschämung und viel Gelächter. Damit es bald nichts mehr zum Schämen gibt, hat sich Chef Martin Rentsch professioneller Aufräumer ins Haus geholt. Doch bevor Jürgen Kurz zeigt, wie man Ordnung schafft und hält, heißt es ausmisten. Die Frage einfach, kann ich das jetzt entsorgen? Muss ich es nochmal aufbewahren? Oder kann ich es einfach nehmen? Kann's? Also wenn es im System ist, denke ich, können Sie es unbedenklich wegwerfen. Da wird alles gesichert, also die Unterlagen sind auf jeden Fall greifbar. Also alles raus, was nicht gebraucht wird. Stefan Wassermann findet das durchaus befreiend. Man hat Dinge in seinem Schrank stehen, die einen, na gut, nicht unbedingt belasten, aber man macht mal die Schranktüren auf und denkt sich, oje, wir stehen hier an Akten rum. Und die sind jetzt weg und die tun einem auch nicht mehr weh. Wehtun Beate Rentsch die vielen Ablagefächer für die gesamte Firmenpost vor ihrer Nase. Und brauchen Sie überall diese Schalen? Vom Volumen? Ich denke, das wäre wahrscheinlich so viele Schalen, wo ich bräuchte. Also weg mit dem Rest und 5 Schalen zur Seite. Schon wird der Posteingang übersichtlich und Frau Rentsch sichtbar. Unsichtbar wird bei Andrea Kühl gleich das Büromaterial. Super, Sie haben eine ganze Schublade freigeräumt. Wissen Sie schon, was Sie damit machen? Nein, noch leider noch nicht. Also eine gute Idee, die ich schon sehr vielfach eingesetzt habe, ist, dass man Büromaterial, das ganze Thema Locher, Tacker, Schere, alles in diese Schublade packt. Und je freier der Tisch wird, desto mehr können Sie sich konzentrieren auf die eine Sache, an der Sie gerade arbeiten. Ich habe immer gedacht, weil ich es ständig brauche, lasse ich es am Schreibtisch. Aber ich kann das ja mal testen. Vielleicht hat der Aufräumprofi ja auch eine Lösung für das Problem mit den Projektunterlagen parat, die alle gemeinsam nutzen. Die Kollegen kommen hier hin, die denken, wenn sie die Ordner hier vorne hinlegen, wird es zuerst bearbeitet. Ja, ganz klar. Oder stellen sie irgendwo aufs Regal oder so auf den Schreibtisch. Das macht mich nicht ganz glücklich, die Situation. Wäre es denn denkbar, dass man mit den Kollegen vereinbart, hier vielleicht auch entsprechend durch einen Kleber beschriftet, ja, dass man sagt, wenn ich was für die Frau Klüh habe, dann lege ich es ihr dort rein, dann stelle ich die Ordner dort rein. Ein Problem mit dem Reinlegen hat auch Chef Martin Rentsch. Und zwar mit Unterlagen zum Lesen, die er munter sammelt. Was sich mit diesem Lesestapel sehr empfiehlt, ist, die Dinge hier zu stapeln. Und wenn dann der Stapel mal voll ist, hier an der Oberkante, dass man dann sagt, ruhig auch mal ein bisschen was wegwerfen, weil es einfach zu viel wird. Doch, was kann ich wann wegwerfen? Also, was hilft, ist wegwerfen auf Probe. Packen Sie die Dinge in den Karton, wo Sie eigentlich nicht mehr brauchen. Finden Sie im Regal oder im Archiv irgendeinen Platz. Und wenn Sie es nach einem Jahr nicht gebraucht haben, weg damit. Für viele ist nicht nur das Wegwerfen ein Problem, sondern auch das Wiederfinden. Ohne System geht gerade bei Projekten und Terminen schnell der Überblick flöten. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man die Projekte jetzt entweder alphabetisch oder 1 bis 31 ablegt. Beispielsweise hier das Projekt 1 dann schnappt und das packt man in die Mappe A. Und wenn Sie jetzt sagen, dieses Projekt möchte ich am Mittwoch bearbeiten, dass Sie dann einfach sagen, hier am Mittwoch in den Kalender eintragen. Ergebnis nach nur einem Tag. Leere Schreibtische. Motivierte Mitarbeiter und volle Müllcontainer. Wir haben's getan.